Okay, David, in diesem Teil möchte ich dir kurz erklären, wie man überhaupt eine Pumpe richtig auslegt. Mir geht es jetzt darum, dir mal zu zeigen, wie ist das eigentlich mit der Leistung der Pumpe, wie viel kommt wann raus. Ja? Dazu hat jede Pumpe eine Kennlinie. Das ist eine Kurve in einem Diagramm, aus der kann man entnehmen, bei welcher Gegendruckhöhe, Förderhöhe genannt, wie viel Wasser aus dem Druckabgang der Pumpe rauskommt. Und du siehst an diesem Diagramm die Förderhöhe und die Fördermenge. Das heißt, wenn man einfach nur die Pumpe hinstellt, dann landen wir irgendwo am Ende. Hier kommen jetzt 7 Liter raus und ich habe überhaupt keinen Gegendruck. Wir verschließen den Druckabgang. Der Gegendruck ist maximal. Man stellt also fest, bei welchem Gegendruck diese Pumpe welche Leistung bringt. Und dann ergibt sich irgendwie eine Linie, die aber nie gerade ist, sondern immer eine kleine Biegung hat. Das ist dann die Pumpenkennlinie. Jetzt muss man erstmal feststellen, wie hoch muss das Wasser überhaupt gepumpt werden. Wir wollen das Wasser 3 Meter hoch befördern. 3 Meter, 5,5 Liter pro Sekunde. Wir wollen es aber nicht nur hochpumpen, wir wollen das Wasser auch wegpumpen. Je länger und je dünner dieser Schlauch ist, desto mehr Gegendruck produziert der Schlauch. Wir haben das ausgerechnet und wir sagen, das sind 2 Meter Druckdifferenz. Das nennt man die geodätische Förderhöhe und das andere ist die Verlusthöhe. Und somit hat man die sogenannte Druckhöhe, die man braucht, um eine Pumpe zu bemessen, für manometrisch oder vom Manometer. Heute muss das alles sehr schnell gehen. Darum haben wir bei Jungpumpen ein kleines Programm dazu gemacht. Das heißt Pump Sizer. Dieses Programm findet man auf unserer Internetseite. Das Ganze gibt es auch auf der Handy-App. Wir nehmen jetzt hier mal die Schnellberechnung. Wir tun die Pumpe so einen Meter rein und wir wollen noch einen Meter hochpumpen. Sagen wir mal 2 Meter. Wir wählen mal hier aus einen sogenannten DN50-Schlauch. Und jetzt müssen wir noch wissen, wie lang war der Schlauch? 15 Meter ungefähr. Hier oben steht das Ergebnis in dem gelben Feld. Wenn man das verschiebt, sehen wir schon, dass sich hier von den 2 Metern 2,30 Meter ergeben. Jetzt gehen wir mal auf einen vernünftigen Wert und du siehst jetzt, wie das immer mehr wird. Das gefällt uns jetzt so, was wir hier haben. Jetzt müssten wir in unserem Katalog gucken, welche Pumpe das eigentlich schaffen kann. Dieser Pump Sizer kann aber noch mehr, auch auf dem Handy. Das geht so weit, dass er sogar ausrechnet, wie diese Kennlinie aussieht und wo sich diese Linien schneiden von der Rohrleitung und der Pumpe, sodass dann wirklich sicher ist, welche Pumpe man auswählen muss. Das, was wir gerade am Rechner gemacht haben, die Auslegung der Pumpe, um zu sehen, wie sich der Schlauch, die Schlauchlänge und die Schlauchdurchmesser vor allen Dingen auswirken auf die Pumpenleistung, haben wir das hier mal aufgebaut. 2 cm Innendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser. Also dieser Schlauch ist doppelt so dick. Jetzt machen wir mal den Schlauch hier dran. Stoppuhr, wir wollen mal schauen, wie lange es dauert, diese 16 Liter hier aus dem Tank. Jetzt. So, 16,6 Sekunden. Ein Liter pro Sekunde. Pro Sekunde, richtig. Jetzt machen wir das Ganze mal mit dem kleineren Schlauch. Das muss eigentlich doppelt so lange dauern. Würde man denken. Ein Schlauch, der viel zu klein ist für diese Pumpe. Der normale Durchmesser, den ein Schlauch haben muss, ist immer mindestens so groß wie der Druckabgang im Millimeter, den die Pumpe hat. Wir zeigen das hier nur exemplarisch mit so einem kleinen Schlauch. Jetzt geht's. So. Jetzt haben wir 56 Sekunden. Wenn man einen Kreis ausrechnet, immer R Quadrat mal Pi steht. Ist der Schlauch halb so dick, brauchen wir ungefähr die vierfache Zeit, um die gleiche Litermenge wegzufördern. Nun passt das nicht ganz genau, weil die Schalthöhen dieses Schwimmerschalters nicht millimetergenau sind. Ja? Aber rein rechnerisch hätten wir hier die vierfache Zeit, die wir brauchen. Also ist der Schlauch halb so dick, brauchen wir ungefähr die vierfache Zeit, um die gleiche Litermenge wegzufördern. Ganz einfach, oder? Ja. Super. Das war's.